Wir sind in der Oper angestellt, das heißt, man spielt in der Wiener Staatsoper vor und nach gewonnenem Probespiel wird man also aufgenommen, auch in die Arbeitsgemeinschaft Wiener Philharmoniker, wobei zu betonen ist, wir sind selbstständig. Das heißt, wir entscheiden, wo, wann, mit wem wir welches Repertoire spielen. Auf diese Selbstständigkeit sind wir sehr, sehr stolz. Und das ist eine ganz starke Identität für uns. Also, wenn wir hier heute spielen dürfen, wird keiner der Musiker sagen, ich spiele hier, weil der Geschäftsführer und der Vorstand haben einen Vertrag unterschrieben. Na, die Leute kommen hierher, weil sie hier spielen wollen und beste Leistungen zeigen wollen. Es ist eine unglaubliche Vielfalt, die man lebt, weil man in der Wiener Staatsoper engagiert ist, das ganze Opernrepertoire hat, das ganze Konzertrepertoire. In meinen jungen Jahren haben wir unendlich viele Schallplattensitzungen gespielt mit allen großen Dirigenten. Wir haben ja auch keinen Chefdirigenten, Wiener Philharmoniker haben keinen. Wir sind glücklich oder wir dürfen uns glücklich schätzen, alle bedeutenden Dirigenten der jeweiligen Zeit als unsere Gäste begrüßen zu dürfen, was uns auch unterscheidet. Also, wenn man da herschaut, das ist schon einmal imposant, das ist unfassbar, wirklich. Und drinnen, ich freue mich ganz besonders, weil das Besondere an der Halle ist natürlich der Klang. Und da freue ich mich schon sehr jetzt auf die Anspielprobe, um zu sehen, wie ist das, wie geht das zusammen, worauf muss man achten. Jede Halle ist verschieden. Also ich freue mich schon wie ein Kind, wirklich. Mein Gott, vor allem der erste Eindruck ist ja unglaublich bombastisch hier von diesem Gebäude und von diesem Saal. Und man steht dann drin irgendwie voller Staunen und Ehrfurcht. Und wenn man dann das Instrument auspackt und zum ersten Mal spielt, ist es doch ganz anders, als man erwartet hätte. Ja? Im positiven Sinne. Also es ist einfach ein unglaublich hoher, großer Saal. Man hat fast das Gefühl, man spielt Open Air, so vom Gefühl, weil dieser Riesenraum vor einem liegt. Und doch hört man diese ganz differenzierten Klänge und so. Es ist ganz eigen, es ist mit nichts, was ich jetzt kenne, wirklich vergleichbar. Und vor allem ganz anders als unsere musikalische Heimat, der Musikverein. Mit Janssen ist schon so, er fordert eine unglaubliche Disziplin ein, er lässt nicht locker. Und das ist eigentlich das Schönste, was es geben kann. Und die Resultate sind dann auch dementsprechend, die sind einfach toll mit ihm. Und er hat eine Persönlichkeit, die wir lieben, kann man wirklich sagen. Mit Janssen zu arbeiten ist immer sehr spannend, weil er jemand ist, der ein ganz klares Konzept im Kopf hat und es wird auch wirklich akribisch erarbeitet. Im Konzert passiert dann trotzdem viel Neues, aber er hat dieses ganz klare Bild und das ist sehr spannend, also gerade für Dinge, die bei uns sogenannte Probespielstellen sind, also zum Kernrepertoire gehören, ist das dann eine große Bereicherung. Er wird nicht locker lassen, bis er bekommt, was er haben will. Das ist auch gut so. Das wollen wir ja auch. Also man will sich auch manchmal hinauslehnen. Und also gerade das Programm, was wir mit ihm in der Elbphilharmonie spielen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes mit Schumann und Berlioz.